Hallo Welt, da sind wir wieder und wir reden mit einem Siedler. Da ist er. Hallo Siedler. Haben die Minutemen dich geschickt? Richtig. Wo ist das Problem? Ja, komm zur Sache. So langsam nervt es. Ich bin nicht die Zahnfee. Sag mir einfach, was ich machen soll, damit ich wieder verschwinden kann. Es gibt da eine Raidergruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie Oh rauben nein. unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Ja, ganz ehrlich, na gut. Müssen wir ja machen. Ich sorge dafür. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Wir hätten nicht gewusst, an wen wir uns sonst hätten wenden sollen. Nein, also ganz ehrlich, diese Mission, das ist ja nett, dass die sich jetzt immer wiederholen, aber ich denke, das kann nicht jetzt Sinn der Sache sein. Also, wir werden uns irgendwann mal drum kümmern, aber ich denke, jetzt erstmal machen wir was anderes. Das wäre jetzt wirklich ein bisschen zu viel Wiederholung. Was ist denn hier überhaupt? Ja, das wäre was Neues. Ghoul-Problem bei Sanctuary Hills und ein Rudel wilder Ghule terrorisiert Sanctuary Hills. Ich muss sie finden und dafür sorgen, dass sie nie wieder eine Bedrohung für jemand sind. Okay, töte die Ghule in Fiddler's Green und wir zeigen uns das auf der Karte an. Lassen uns anzeigen. Und starten hier von der besten Wasseraufbereitungsanlage, wenn da nicht wieder Mutanten sind. Genauso machen wir es. Und dann kümmern wir uns um unsere Siedlungen. Dann müsste auch wieder Öl genug da sein. Undertaker Memorial Bridge. Und wir könnten unser Giftmischer-Schrotflintengewehr könnten wir verbessern dann. Ja, ich nutze die Zeit, um zu danken. Wir haben einen schönen Kommentar von Miroslav erhalten, dem die Videos sehr gut gefallen. Vielen Dank, das gefällt mir sehr gut. Der Kommentar war super. Das macht Spaß. Dankeschön für den Kommentar, Miroslav. Wir gehen jetzt hier einfach vorbei. Das Wetter ist wieder nicht so schön. Aber wir sind ja sportlich. Mittlerweile können wir ja gut rennen. Nein, können wir gar nicht. Nur ein bisschen. Uiuiui. Ja, immer diese Radioaktivität. Und da unten ist auch noch verstrahltes Wasser hier. Ja, bei dem Wetter würde es sich doch lohnen. Wir haben doch irgendein Mittel dagegen. Da könnten wir doch so ein Radix einnehmen. Ja, genau. Das lässt uns der Strahlung widerstehen. Und Radaway entfernt etwas Strahlung. Es dauert natürlich, weil wir ja im Überlebensmodus hier wieder spielen. Das können wir gar nicht einsammeln. Was war hier? Ghule waren hier? Nicht so nett. Wir nähern uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall nähern wir uns und... Wo ist das Ding? Wo wir hin müssen? Hier rauf erstmal. Von oben kann man ja mal schön runtergucken. Ach was. Ja, wirklich. Das geht. Wir sind fast da. Ghule hier? Hallo? Wo sind die Ghule? Entdeckt. Ja gut. Hier sind keine Ghule. Komm, wir hauen wieder ab. Das Wetter ist nicht so toll. Ach da. Okay, da ist ein Ghoul. Ja, besser ist, wenn es voll ist. Der Ghoul wird uns sehen. Wir sind getarnt. Oh Mann, dieses Wetter. Ein leuchtender Ghoul. Ich habe es befürchtet.
Wo ist Preston? Er muss uns beschützen. Beschütz deinen General. Hier, Preston. Schwupp. Oh, der kann auch springen. Wo ist er? Direkt neben uns. Oh. Und? Und? Oh, 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 oh. Lass dich nicht erwischen. Du hast mich aber ganz schön. Da hatte ich ja jetzt nicht dran gedacht, dass du da hinter mir auf einmal aufhörst. Also, oh, der ist auch noch legendär. Und ein wütender, ein bissiger. Oh, er hat mir direkt den Arm abgebissen. Ach, dabei sind wir so hübsch angezogen. Okay, weiter geht's. Jetzt aber Spaß beiseite. Wir müssen irgendwo oben drauf. Die Strahlung hier ist hoch. Von wo aus wir die Ghule dann erledigen können. Ja, das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, hier kommen die so schnell nicht rauf. Ich weiß, die können klettern. Oh, ein Pool. Da gehen wir nachher baden drin. Nachgetaner Arbeit natürlich. Erstmal müssen wir jetzt zusehen, dass wir hier... Naja, haben wir was zum Werfen? Wir nehmen ja neuerdings nichts mehr mit, was man werfen könnte. Schade. Dann müssen wir vielleicht doch erstmal runter. Obwohl, wir werden doch den Leuchtenden von hier aus erwischen, oder? Na, ganz knapp. Das ist, glaube ich, extra so gemacht. Der Reserve locken, damit man es nicht zu einfach hat. Das Auto könnte explodieren, wenn man da drauf schießt. Sieht noch so aus, als... Ja, komm da raus. Wir schießen einfach da durch. Können wir das denn nicht? Na gut. Oh ja, das ist doch schon mal was. Da sind Ghule, da sind Ghule. Oh Mann, drei Ghule. Eine Splittermine, sehr gut. Noch eine. Und noch ein wilder Ghoulstreuner, na gut. Das Ding da? Nein. Doch. Oh, wir haben ihm den Unterarm abgeschossen. Ah, das Wetter wird schon besser, sehr gut. In den Fuß. Oder scheint das nur mit dem Wetter besser zu werden? Die hauen ja ab. Ja, dann lass sie abhauen. Hier ist noch einer. Nicht so schnell. So schnell kann ich mich nicht bewegen. Oh. Ja, sie suchen das Weite. Oh, da ist einer. Vorbei, kommt der hoch. So schlau ist er, glaube ich, nicht. In den Arm. Und nochmal Arm ab. Vielleicht. Ich habe es jetzt nicht ganz sehen können, aber so in etwa. Ja, die anderen sind verschwunden. Wir sind ganz alleine hier. Der eine müsste hier unten noch irgendwo rumstreunen. Ich bin mir... Tja, je länger ich diese Tarnvorrichtung hier habe, bin ich mir langsam gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich so gut ist. Ah, natürlich, es hat was. Aber zum einen wird man sowieso irgendwann entdeckt. Und zum anderen irritiert das etwas. Aber ich lasse es erstmal. Wir lassen es so. Ich frage mich jetzt nur, wie kommen wir da drüben dran? Können wir da nicht hoch? Da unten ist einer, aber ich sehe ihn nicht mehr. Hat er sich wieder hingelegt? Da, dass das auch so hell wird dann, das ist ein bisschen irritierend. Obwohl ich finde, naja,
Jedes bisschen Tarnung hat schon was. Ist schon ganz gut. Ah, ich habe schon gesehen. Raus hier? Da war einer. Genau. Das ist doch ganz gut. Ach, da schlägt der Haken wie ein Hase. So, mein Freund. Kann ich da durchschießen? Anscheinend ja. Ah, das war so knapp. Ich dachte, ich hätte ihn getroffen. Och, das war aber haarscharf vorbei. Ungefähr 5 Meter daneben. Na gut, was denn dann noch? Irgendwann müssen wir da runter, aber da sind 2 heftige Ghule. Das sind genau 2 heftige Ghule zu viel. Ah, gut. In den Fuß schießen. Peng. Das war die Kniescheibe. Damit läuft es sich nicht mehr so gut. Selbst als Ghoul nicht. Oh, da kommen sie. Die sind gar nicht so dumm, die Ghule. Die laufen einfach weg und gehen in Deckung. Haben die das früher denn auch schon gemacht? Ich dachte, die kommen immer auf einen zugerannt. Och, den Arm müssen wir wieder abschießen. Dadurch laufen hier nachher ganz viele armlose Ghule rum. Die Armen. Ach, hat sogar gepasst. Gepasst hat das. Ja, also einer ist da hinten noch irgendwo. Und dann haben wir natürlich noch unsere beiden heftigen Ghule. Aber so war das doch schon mal ganz gut, finde ich, von hier oben. Ich weiß, es bringt nichts. Los, mach irgendwas. Sei nicht so langweilig. Okay. Da hinten ist noch ein Pirscher. Wo jetzt? Da. Der hat gesessen. Ja, fast. Wie, geht er jetzt da etwas schwimmen und lädt sich wieder auf in der radioaktiven Suppe? Den werden wir nicht treffen. Ja, aber die da drüben, ohne was zu werfen, kriegen wir die da auch nicht raus. Wie machen wir das jetzt? Mehr Ghule hier irgendwo? Oder sind das die letzten beiden? Ach, wir gehen jetzt runter. Das war der Falsche. Tut mir leid. Ich mache nie wieder Witze über euch. Lass mich los. Ja. Du hast es nicht geschafft. Ich aber. Jetzt rennst du, was? Jetzt rennst du. Ja, jetzt rennst du. Oh ja, da hinten sind sie. Endlich. Ach, die können sich aber schnell bewegen. Oh. Ja, wir haben aber nichts davon abbekommen. Das gibt's doch nicht. Wohin schießt die Dame? Die schießt immer da vorne vor. Das gibt's doch nicht. Ich denke, so wird das nichts. Oh. Aus der Hüfte. Na, wie viel hält er denn aus? Komm schon, lass dich. Das gibt es doch nicht. Ja, den treffen wir wohl nicht.
von hier. Zumindest nicht. Von hier aus keine Chance. Und wie wir den treffen da hinten, werden wir erfahren in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.